So, hey, da bin ich wieder. Ich bin irgendwie demnächst mal wieder längerfristig nicht da und weil ich schon so urlange nichts mehr gemacht habe und ich jetzt nicht noch länger brach liegen lassen möchte, habe ich mir gedacht, schiebe ich mal kurz ein Video nochmal ein, bevor ich irgendwie verschwinde. Heute gibt es eine neue Lektion zum Thema klassisches Chinesisch, zum Basiskurs klassisches Chinesisch. Ich weiß, ich muss meinen Japanischkurs weitermachen, aber eine mit Weile. Genau, ich habe mir gedacht, dass ich das auch systematisch aufbaue. Ein Video hatte ich schon gemacht zu den grundlegenden Satzmustern. Und jetzt fange ich an mit der Grammatik. Da gibt es eigentlich hauptsächlich fünf Dinge, auf die man achten muss. Fünf wichtige Zeichen, Partikeln, Funktionserfüller sozusagen. Und ich fange an mit diesem hier, mit dem J. Das ist recht wichtig und soll die erste Lektion der Grammatik sozusagen bilden. J hat drei Funktionen: einmal Genitivattribut, einmal Objektersatz, einmal Verb. Und genau, das ist wieder so ein typischer Fall dafür, dass ein Zeichen im klassischen Chinesischen sehr viele verschiedene Funktionen haben kann. Häufig ist es dann so, dass man das Zeichen dann in unterschiedlichen Kontexten auch unterschiedlich liest. Beim J ist es nicht so, das ist immer ZHI, erster Ton. J. Gut, ich habe zwei Beispielsätze ausgewählt, in denen die drei Funktionen vorkommen. Erster Beispielsatz ist aus dem Zhuangzi und der zweite ist aus dem Zhangguozi. Genau, ich lese es am besten einfach mal vor. Also, Bai Nian Zhi Mu. Po wei xi zun, qing huang er wen zhi, qi duan zai gou zhong. So, ja, am besten gleich die Übersetzung. Bai Nian, 100 Jahre, 100 Jahre, zhi mu. Mu ist entweder Holz oder Baum, aber hier wird es dann wahrscheinlich der Baum sein. Und der Baum bekommt das Attribut Bainian, also 100 Jahre, beziehungsweise hier ist es der 100 Jahre alte oder der 100-jährige Baum. Verbunden wird diese Attributkonstruktion durch das J. Und da haben wir die erste Funktion des J als Beispiel. Genau, ein 100-jähriger Baum. Po heißt zerbrechen, aber hier muss es passivisch übersetzt werden. Das klassische Chinesisch zeigt nicht immer an, welche Diathese es nun hat. Und hier muss es passiv übersetzt werden. Es ist einfach ein logisches Passiv in dem Sinne. Also wird zerbrochen, wei, und gemacht zu, xi zun, ein Opfer zun. Also ein zun ist ein Gefäßtyp. So ein Flüssigkeits- und Weinaufbewahrungs- oder Opfergefäß mit so einer weit auslaufenden Lippe. Das ist so ähnlich wie ein großer Becher, der sich aber nach oben hin sehr weit öffnet. Das ist ein Zun. Und Xi bedeutet Opfer oder etwas opfern. Und genau, es ist halt einfach ein Opfergefäß vom Typus Zun. Gut. Qing. Huang er wen zhi. Hier haben wir das zweite zhi und das erfüllt hier die zweite Funktion oder zeigt hier die zweite Funktion an, nämlich den Objektersatz. Und zwar ist es so, wenn das Objekt eines Satzes schon mal erwähnt wurde und aus dem Kontext bekannt ist, dann muss es nicht nochmal hingeschrieben werden, sondern stattdessen wird zhi eingefügt, einfach so als verkürzte Version. Oder als Platzhalter. Das heißt also, das J kann für ein bekanntes Objekt an die Objektstelle ersetzt werden. Das ist halt die Funktion des Objektersatzes. So, hier haben wir auch wieder ein ganz typisches Beispiel für das, was im klassischen Chinesisch passieren kann. Qing und Huang. Qing ist ja, so blau, grün, türkis, hellblau, je nachdem, wie man es übersetzen möchte. Huang ist gelb. Das sind ja eigentlich Adjektive, die sind hier aber verbal gebraucht. Also Qin und Huang heißt etwas blauen
und etwas Gelben, also blau und gelb anmalen. Entweder und oder, aber hier ist es und. Kommt auch immer auf den Kontext an, ob man es mit und oder übersetzt. Ich glaube, mit aber kann man es auch übersetzen. Das ist, muss man mal gucken. Hier ist es aber einfach ein und. Und hier haben wir when. When ist eigentlich der Text oder die Schrift. Hier ist es aber auch verbal gebraucht, denn kann keine Substantive verbinden, sondern entweder nur zwei Verben oder zwei Sätze. Entsprechend muss es when hier ein Verb sein. Also Text als Verb heißt dann etwas beschriften oder etwas mit Text versehen. Wen oder was? Zh. Und das zh ist unser bekanntes Objekt, nämlich das Si Zun, dieses Opfergefäß von Typus Zun. Das ist uns sehr bekannt und damit wir nicht wieder Si Zun schreiben müssen, setzen wir das zh als Abkürzung, als Platzhalter, als Stellvertreter ein. Also es wird blau, türkis, grün und gelb angemalt und beschriftet. Qi Duan Zai Gou Zhong. Sein Duan. Duan heißt eigentlich zerbrechen, kann aber auch ein Bruchstück sein oder hier das, was abgebrochen wurde. Von dem, was eigentlich wichtig ist, nämlich das Zun, das sind dann halt die Abfälle, so der Rest, der übrig bleibt von diesem 100-jährigen Baum, da wo halt nicht dieses Gefäß rausgeschnitzt wurde. Also sein Rest, Zai, sich irgendwo befinden und dann wo befindet er sich? Go, Zhong, also in einem Graben oder Tümpel oder sowas. Go ist irgendwie ja so eine Sickergrube oder so ein. Weiß nicht, irgendwie so ein Sumpf oder Morast, das hat relativ viele Bedeutungen, aber irgendwie so eine Vertiefung, wo auch so ein bisschen Wasser und Schlamm und Matsch drin ist. Genau, Qi Duan, also sein Rest oder sein Bruchstück oder das, was übrig bleibt, Zai befindet sich im Schlammloch. So, genau, also ein Beispielsatz aus dem Zhuangzi für die ersten beiden Bedeutungen und Funktionen des Zeichens Zhi. Und dann habe ich noch einen aus diesen Bambusstreifenaufzeichnungen aus der Zeit der Streitenden Reiche. Ganz einfacher Beispielsatz. Zhou Jun Zhi Qin. Und das ist die dritte Funktion, die Zhi haben kann, die nicht so häufig vorkommt, aber man sollte sie halt erwähnen, weil man es doch einfach erkennen muss, wenn es vorkommt. Ansonsten übersetzt man einfach ziemlich einen Bockmist zusammen. Okay, als Verb, und zwar ist zhi dann ein Verb der Bewegung und heißt einfach sich irgendwo hinbegeben, irgendwo hingehen. Hier ist es halt zhou jun, der Fürst oder der Edle von zhou, einem der Reiche zur Zeit der streitenden Reiche, beziehungsweise das Reich zhou, das eigentlich in der Zhou-Dynastie die Vormachtstellung hatte, bis es sie dann halt zur Zeit der streitenden Reiche verloren hat. Also der Edle oder der Edelmann oder der Fürst von Zhou, Zhi, geht. Und wohin geht er? Nach Qin. Und Qin ist ja das Reich, das dann später die streitenden Reiche geeint hat, indem es halt einfach militärisch die anderen erobert hat und dann halt ja, das chinesische Kaiserreich begründet hat. Also dritte Funktion, einfach verbal ein Verb der Bewegung irgendwo hingehen. Zhou Jun Zhi Qin, der Fürst von Zhou, geht nach Qin. Und genau, das war's dann einfach schon. Zwei Beispielsätze. Der erste war ein bisschen komplizierter, aber ich hoffe, ich habe das halbwegs sinnig rübergebracht und verständlich. Zweite super einfach. Genau, wenn ihr was ist, schreibt es in die Kommentare, fragt mich einfach. Das wäre dann das erste Kapitel gewesen oder der erste Abschnitt zur Grammatik des klassischen Chinesisch, die Funktionen oder Funktionen des Zeichens